Und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Heute wollte ich euch mal das Skagel bzw. den Nicker, wie auch immer man es nennen will, näher zeigen, dessen Entstehung bzw. die Entstehung des Griffs ihr in dem Teil 4 oder 5, Teil 5 der Do-It-Yourself-Messerbaureihe sehen konntet. Und ja, fangen wir mal an. Das gute Stück hat von mir eine Lederscheide bekommen. Kein großer Schnickschnack dran. Bisschen Punzierung, ja gut, aber sonst nichts. Einfacher Umschlag hier hinten, mit dem das Ganze am Gürtel gehalten wird. Das war's. Ich finde auch, dass das am besten zu diesem Messer passt. So einfach gehalten wie möglich. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich den Griff ein bisschen präsentieren, sodass so eine Köcherscheide da irgendwie für mich ausscheidet. So, holen wir uns das Messer mal raus. Das ist das gute Stück. Ja, wir haben hier, wie gesagt, ein Messer in der Bauweise eines Skagel, das heißt mit geschichteten Griffelementen und einer entsprechenden Klinge. Wir kommen am Anfang mal kurz zu den Spezifikationen. Die Gesamtlänge des Messers sind 25,4 cm. Die Klinge ist 12,3 cm lang und 3,2 cm hoch. Dick ist sie 4 mm. Und das Gewicht netto, nur das Messer, sind 263 Gramm, inklusive Scheide 333 Gramm. So, was habe ich gemacht? Ich habe O1 Stahl genommen, habe wieder eine Klinge ausgeschnitten und die habe ich dann poliert. Beziehungsweise nicht ausgeschnitten, sondern die habe ich dann geschärft und in Form geschliffen und dann poliert. Ich wollte hier so ein bisschen so eine Mischung aus Schmuckmesser und Gebrauchsmesser haben. Das heißt, es soll durchaus Schmuckelemente haben, aber es soll auch auf jeden Fall brauchbar sein. Also nichts für die Vitrine. Ich baue nichts für die Vitrine. Als Schmuckelemente haben wir hier hinten in der vorderen, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte ist das vom Rücken. Den habe ich gerade gelassen, habe hier ein Firework reingemacht. Und den vorderen Teil habe ich gerundet. Dann habe ich natürlich diese Skagel-Bauweise. Ich habe einen Messing-Guard. Dann Zwischenliner aus Mikata, Schwarz und Rot und Messinglinern, dann Lederstücke, dann wieder Messing, Mikata, wieder Messing, Leder und so weiter, dass sich das wiederholt. Und hier hinten dann ein Hornstück von einem einheimischen Hirsch. Was mich an diesem Skagel-Design einfach unglaublich begeistert, sind diese Möglichkeiten der Griffgestaltung durch die Schichtung hier von Messing und was auch immer. Du kannst fast jedes Griffmaterial nehmen oder jedes Material nehmen, was du hier aufstecken kannst, solange es verklebbar ist und relativ hart ist. Also ob das selbstgemachtes Vulkanfieber ist, ob das Mikata ist, ob das Leder ist, ob das andere Knochen sind, völlig egal. Da könnte man jetzt auch noch Kupferlagen reinmachen. Wenn man viel Geld ausgeben will, macht man auch noch Silberlagen rein. Du hast unendlich Gestaltungsmöglichkeiten und du bist auch nicht beschränkt auf die erste Drittel oder erste Hälfte des Griffes. Es gibt welche, die werden bis hier hinten durchgezogen und da wird dann entsprechend gestapelt. Es gibt ja sogar diese ledergeschichteten Griffe, die ganz durchgehen, die dann hinten mit einer Platte verschraubt werden. Aber du hast einfach unglaublich Gestaltungsmöglichkeiten, hier einen wirklich, wirklich, wirklich schönen Griff zu machen, solange man auf diese klassische Form von Griffen steht. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Und dann Abschluss wieder mit einer Messingplatte und wieder einer Münze. Das ist in diesem Fall eine 5-Centime-Münze. Natürlich, wenn ich Kupfer verbaue, nehme ich Kupfermünzen. Wenn ich Messing verbaue, nehme ich Messingmünzen. Das soll schon irgendwie im Ton in Ton bleiben. Diese Münzen haben auch einen Zweck. Darunter, hier drunter, ist ein Stift eingelötet, der hier hinten reingeht. Ich konnte ihn diesmal nicht mittig machen, sonst hätte ich unter Umständen Probleme mit dem Erl bekommen. Der hier zusätzlich die Platte nochmal festhält. Also ich wollte die Platte nicht nur plan aufkleben, sondern noch so einen kleinen Anker quasi bauen.
dann in Form geschliffen, wie gesagt, und dann am Ende des Tages ist das hier das Ergebnis. Handlage ist, ich sag's mal eigenwillig, aber gut. Wenn man sich den Querschnitt von dem Horn hier hinten, upsie, mal anguckt, dann ist das wieder mal alles andere als gerade. So liegt er dann in der Hand. Das heißt, hier die Rundung legt sich in den Handteller, die flache Seite nimmt die Finger auf. Und das ist tatsächlich so bei meiner Handschuhgröße, dass hier der kleine Finger und der Ringfinger wirklich genau in der Mulde liegen, wenn ich hier diesen Fechtgriff mache. Beim Hammergriff ist das auch nicht so besonders spürbar, aber man merkt es. Und also der komfortabelste Griff ist wirklich so, wie man halt einfach auch schneidet. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Das Leder und das Mikata habe ich so lange runtergeschliffen bis, ich glaube, 400 oder 600, nee, 600 sogar. Und dann nochmal poliert über den Polierbock. Das ist wirklich sehr schön geworden. Auch das Horn ist sehr schön. Ich habe das diesmal einmal übergeschliffen, sodass die krassesten Nupsis hier wirklich weg sind. Und also es ist ein sehr schönes Messer, es arbeitet sehr gut. Der Anschliff ist ein bisschen ungewöhnlich. Der ist relativ hoch. Ich glaube, der hat gut 2 bis 3 mm von der Breite her. Aber es ist rasiermesserscharf und kann wirklich was weg. Das funktioniert sehr gut. Und ja, das ist das, was jetzt hier als letztes rausgekommen ist. Wozu dieses Messer? Also ich hatte ja diesen Alaskan Skinner gemacht, habe festgestellt, das ist zwar eine sehr interessante, optisch sehr interessante Form, aber für mich war die von der Nutzbarkeit her eingeschränkt. Und darum habe ich gesagt, ich möchte sowas machen, was eine sehr klassische Form hat. Das ist ja eine relativ klassische, ein bisschen Droppoint, vorne im Bauch. Das hat so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Nicker. Darum würde ich das auch Scale Nicker nennen. Das ist so, ja, wie diese alte klassische Nicker-Form. Die 4 mm tun ein Übriges dazu. Es ist ein bisschen höher als ein Nicker. Nicker sind üblicherweise ein bisschen schmaler, weil die sollen ja zum Penetrieren sein. Das hier soll wirklich zum Schneiden sein. Der Nicker, den ich habe, der ist von der Klingengeometrie so bescheiden, dass man damit nicht vernünftig schneiden kann. Dies hier, das soll ein Messer zum Schneiden sein. Aber ich denke, das lässt sich auch durchaus für ein bisschen härtere Einsätze nehmen. Der R geht ungefähr bis hier. Das heißt, ich würde mal sagen, locker 3/4 des Griffs ist mit einem R versehen. Hier ungefähr noch mal 1 cm hinter dem 4 mm Messing-Pin, mit dem ich das hinten verpinnt habe. Das ist stabil genug. Auch da 4 mm durchgehender Erl, 1,5 cm hoch. Das dürfte eigentlich nicht brechen, selbst wenn man damit ein bisschen leichte Hackarbeiten macht. Aber das will ich damit eigentlich auch nicht machen. Das ist kein Messer für den schweren Einsatz. Das ist ein Messer für den mittleren Einsatz. Das nehme ich mit zum Wandern. Damit schnitze ich mal ein bisschen Stöckchen. Damit mache ich mir sowieso Brotzeit. Vielleicht mache ich auch ein paar kleine Äste klein. Das weiß ich alles noch nicht. Aber es ist sicherlich auch für schwerere Aufgaben geeignet. Insbesondere, wenn man hier hinten den R sich anguckt. Man kann natürlich hier aufgrund der Form prima hier hinten anfassen und dann hacken. Der rutscht auch nicht aus der Hand aufgrund dieser fast dreieckigen Form. Aber wie gesagt, Zweck dieses Messers ist ein anderer. Das ist mehr ein Messer für die mittleren Arbeiten. So, ich schneide euch jetzt noch mal ein paar Praxisaufnahmen rein. Thank you.
Messer ist wie gesagt jetzt gerade fertig geworden. Das wird jetzt auch noch ein bisschen bei mir bleiben. Den Skinner habe ich verkauft. Aber das hier ist etwas, was ich sehr universell finde und was durchaus nützlich ist. Das bleibt erst noch mal da. Und dann, wenn ich es mir übergesehen habe, mache ich mir vielleicht noch mal ein anderes. Ich weiß es noch nicht. Sicherlich werde ich noch ein anderes machen, aber ob das für mich ist, weiß ich nicht. Ja, das soll es als Vorstellung für meinen Skagel Nicker gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut auf meinem Videokanal mal wieder rein. Bis dahin und tschüss.